Es geht um Macht und es geht um Machtmissbrauch. Da muss man sein Maul aufmachen. Man muss wirklich kämpfen. Ich finde, es ist erst der Anfang. Aber die Zeit ist irgendwie reif. Die Filmbranche ist eine Branche, die sehr hierarchisch strukturiert ist. Eine junge Frau steht vor einem Rudel alter Männer. Und überall, wo es starke Hierarchien gibt, gibt es Machtgefüge. Man ist ganz schnell auch im Ensemble angreifbar. Wieso, was stell dich doch nicht so an, was ist denn los mit dir? Dann gibt es eben diesen Gott, den Regisseur, und dann muss man gefallen. Also ich kenne viele Geschichten. Wir waren immer der Meinung, naja, man kann da nicht wirklich was gegen tun. In der Filmbranche ist das nochmal speziell schwierig, weil die von Produktion zu Produktion gehen. Da gibt es keine Beschwerdestelle wie in den Unternehmen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns darum kümmern, dass genau diese Branche auch eine Beschwerdestelle bekommt, nämlich eine übergeordnete, so wie es normal in jedem Unternehmen üblich ist. Was wir von politischer Seite aus zudem tun können, ist eben darauf zu achten, die Frauenperspektive generell zu stärken. Viele, viele andere Aspekte, auch ungleiche Bezahlung. Immer noch viel zu wenig Frauen in Spitzenpositionen, in Gremien. Also mehr Frauen in die Jurys, mehr Frauen, die auch öffentliche Fördergelder bekommen, um eben selbst Regisseurinnen, Produzentinnen, Autorinnen sein zu können. Sie können rauf und runter zählen, wie viele Producerinnen an welchem Sendeplatz wie tätig sind. Aber sind das die, die das Geld und die Macht in der Hand haben? Das Einzige, was wirklich hilft als Turbo-Werkzeug, ist die Quote, weil die Frauen gibt es. Plötzlich ist die Diskussion allgegenwärtig. Und es ist wie eine Befreiung. Es ist eine Befreiung. Die strukturellen Probleme, die wir haben, die leugnet eigentlich mittlerweile kaum einer mehr. Und das war vor wenigen Jahren noch ganz anders. Es kommt in allen Branchen vor. Also dieses Machtgefälle gibt es überall. Ich frage mich, wo sind denn die Geschichten und die Stimmen von den Politikerinnen und den Journalistinnen und den Anwältinnen und allen anderen Frauen, die in vergleichbaren Hierarchiestrukturen Karriere machen wollen? Die Aufmerksamkeit ist da. Und alle ziehen mit und das sollte genutzt werden. Also ich bin total zuversichtlich, dass sich da jetzt auch was ändern wird. So, und jetzt versuche ich nochmal zu lächeln, weil ich finde es war eine tolle Veranstaltung und ich danke euch.